Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy aus dem Patch 9.1.5 und dazu habe ich das Toy auch schon im Inventar rumliegen. Das schimpft sich erste Feder des Provosten. Diese erste Feder des Provosten ist eins von vier Toys, die wir seit dem Patch 9.1.5 aus den Berufungskisten rausbekommen können. Und zwar gibt es da für jeden Covenant bzw. jede Covenant-Kiste ein neues Toy. Es gibt eins für die Necrolords, eins für die Kurianer, eins für die Nightfee und eins für die Ventir. Diese vier Toys können alle aus den jeweiligen Kisten rauskommen, egal welchen Covenant ihr angehört. Ihr könnt sie auch alle benutzen und für die Toybox lernen, aber benutzen könnt ihr sie dann anscheinend nur im jeweiligen Covenant, denn hier zum Beispiel bei der ersten Feder des Provosten können wir das Aussehen unseres Provostenbegleiters ein wenig verändern. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Dropchancen aussehen. Hier im Moment in der Kiste Tribut des Paragons haben wir eine Dropchance von 0,5%. Wahrscheinlich droppt es nicht nur in der epischen Kiste, sondern auch in der blauen. Es gibt ja immer die blaue Kiste für die normalen Drops in Anführungszeichen und dann nochmal eine epische, wenn man die Elite World Quest abschließt oder einen Dungeon am Abschließen ist. Hier liegt die Dropchance im Moment bei 0,5%. Wahrscheinlich ist es aber so, dass das noch ein bisschen niedrig angegeben ist, denn die Kisten gab es ja davor schon und dort konnte man das Toy dann dementsprechend noch nicht erhalten. Dementsprechend wird die Dropchance hier noch relativ gering angezeigt. Ich vermute, dass die Dropchance irgendwo zwischen 1 und 10% liegen wird. Ich habe es tatsächlich jetzt schon bei der ersten Kiste rausbekommen. Wir können uns jetzt nochmal kurz die anderen Sachen angucken. Bei den Necrolords gibt es hier Stiefel des Schleimomaten-Lehrlings. Dann gibt es einmal hier bei den Ventier in der Berufungskiste Foliant der winzigen Sühne. Und dann haben wir hier aus dem Adenwald den Glitzerflügel aus der Berufungskiste des Adenwalds. Sobald ich die Toys habe, werde ich dann aber auch nochmal ein Video dazu machen. So, jetzt würde ich uns mal sagen, dass wir uns das Ganze angucken. Also wir lernen es einmal, beziehungsweise schauen uns den Text nochmal an. Benutzt, fügt dieses, ja genau, okay. Lasst euren Provostenbegleiter wieder ein jugendliches Aussehen annehmen. Kann nur von jenen verwendet werden, die sich in den Diensten der Kurianer gestellt haben. So, wir lernen das. Und dann gucken wir gleich mal rein. Also ich vermute, ich kann das jetzt als Nicht-Koreaner nicht benutzen, so wie es auch dran steht. Erste Feder des Provosten. Seht, das funktioniert nicht. Ich brauche nämlich einen Provostenbegleiter. Und jetzt switchen wir einmal kurz zu den Koreanern rüber. Seit dem Patch können wir das ja instant machen, ohne irgendwelche negativen Effekte. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Achso, ich muss meinen Kurianer-Begleiter noch rausholen. Jetzt gucken wir mal, da haben wir ihn. Und den müsste ich jetzt ein bisschen verjüngen können. Und ihr seht, oh, jetzt haben wir so einen ganz kleinen, süßen Ipa Provost von Tela. Ja, der sieht schon nett aus, auf jeden Fall. Vor allem neben dem großen Bären. Also es ist auf jeden Fall ein süßes kleines Toy. Das hat eine Abklingzeit von lediglich 3 Minuten. Also das ist eine einfache Sache. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man den neu ruft, wahrscheinlich muss man das jedes Mal auf den Provosten ansetzen. Aber das hat 3 Minuten. Ich glaube, das Provosten-Ding hat, glaube ich, 5 Minuten, gell, dass man sich diese Steinchen dazu holen kann. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das nochmal drin war. Irgendwo hier hat man das, glaube ich, drin gehabt, die Covenant-Fähigkeit. Ah ja, hier oben 5 Minuten. Also könnt ihr es quasi öfter einsetzen als euren Provosten an sich. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich kann euch noch empfehlen, wenn ihr das möglichst zügig farmen wollt, ihr könnt es, wie gesagt, mit allen möglichen Twinks, die Stufe 60 sind, farmen. Die müssen kein Koreaner sein. Ihr könnt quasi dann mit allen die Berufungsquests durchballern und ich drücke euch die Daumen, dass ihr es möglichst zügig bekommt und dann sehen wir uns, sobald ich die anderen Toys auch mein eigen nennen kann. Dann kann ich sie euch nämlich auch zeigen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.